Dün, 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 dün. Finde einen Baum des Kartografen. Von hier aus kann ich eine Karte von dem großen Gebiet zeichnen und herausfinden, was es dort gibt. Okay, komm, wir machen eine Kartografie. Wir machen eine Karte. Das war jetzt überhaupt nicht mein Plan. Ich würde ja lieber was zu trinken suchen. Das finde ich irgendwie wichtiger, aber. Das finde ich irgendwie wichtig. Hier sind wieder diese komischen Geräusche überall. Das wildes Tier. Hab ein bisschen Angst. Aber es sieht jetzt nicht sehr groß aus. Tot. Ich habe es. Was war das? Ein neuer Bauplan. Okay, ja, schön. Kartiere. Also jetzt will ich kartieren hier. Aber ich habe wieder eine neue Schnittwunde, ne? Ich glaube das alles nicht. Was habe ich hier für Probleme? Und kann ich mal aus der Sonne raus, bitte? Hier muss doch irgendwo mal Schatten sein. Ich kriege gleich wieder Sonnenbrand. Hier Schatten. So, jetzt möchte ich ja klettere auf den Baum. Nee, warte, die Sonne ist immer noch da. So. Ich kann doch jetzt nicht. Guck mal, der Balken ist schon fast am Ende. Ich will mich doch jetzt. Ich kann kein Sonnenbrand reinballern. Das sehe ich gar nicht ein. Aber ich habe ja schon Sonnenbrand. So. Leute, ich weiß, ich mache hier wahrscheinlich Blödsinn. Wahrscheinlich sitzt da der ein oder andere und sagt jetzt gerade, was macht der da für eine Scheiße? Ist der blöd oder wett? Oder? Ich habe wieder einen neuen Sonnenbrand. Ich mache nicht mehr. Immer habe ich Sonnenbrand. Es ist nicht einfach. Es ist einfach. Es ist einfach nicht einfach, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, komm. Wenn ich einen Sonnenbrand habe, was soll's? Dann habe ich halt einen Sonnenbrand. Baum des Kartografen. Leiter platzieren. Erforderlich Seil. Jawohl, Leute, ich habe es verstanden. Ich habe auch verstanden, dass jetzt Abend wird. Das sind aber merkwürdige Geräusche hier beim Laufen. Muss ich mir da Sorgen machen? Okay. Also, was wir hier brauchen noch ist. Bop, bop, bop. Warte, Tabakblätter habe ich gleich, um meinen Sonnenbrand zu behandeln. Das ist gut. Ich glaube, so ein breites Blatt brauche ich nochmal, ne? Die brauche ich gleich nochmal. Das Seil werde ich brauchen. Ich weiß nicht, ob ich nachts kartografieren kann, aber. Kann es ja versuchen. So, warte, dann machen wir jetzt nochmal. Nochmal Feuer an. Noch einmal. Habe ich den Feueranzünder nicht in der Tasche? Habe ich nicht. Ich Schlaumeier, ich. Tut mir auf jeden Fall leid, Leute, wenn ich hier so einen Blödsinn mache und ihr euch das noch mit angucken müsst hier. Na? Auf einmal brauche ich drei Versuche. Was soll das denn? So, dann können wir die Krabbe einmal. Hä? Warum? Ich habe doch eine, oder nicht? Kurzohrfuchs. Ein Kurzohrfuchs ist das, okay? Die Krabbe habe ich nicht. Und Kamille-Tabakkompresse hier. Machen wir auch eine. Könnte ich fast gleich eine für morgen mitmachen, oder? Löschen. So. Inventar. So, einmal die Tabakkompresse verwenden, bitte. Und Kurzohrfuchs.
13 Essen, 2 Wasser. Naja, ist nicht viel. Ist nicht viel. Gut. So, das heißt, den Spindelbohrer packe ich wieder zurück. Die Rinde auch. Die Blätter. Und die Tabakblätter packen wir hier auch rein. Das Seil behalten wir schon mal in der Tasche. Das brauchen wir morgen noch. Holzkohle brauchen wir auch. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt ein Nickerchen. 8 Stunden, so lange? Naja. Sagen wir 6 Stunden. So. Dann sind wir kurz vor Sonnenaufgang wach. Ja. Und vielleicht können wir ja jetzt, bevor der Tag erwacht, bevor der Morgen erwacht, was habe ich da noch? Okay. Ja, es ist dunkel. Jetzt können wir schön auf den Baum klettern, ohne dass uns da irgendwas übel mitspielt. Nehme ich an. Aber hier ist noch ein Pflänzchen. Paradiesvogel. Alles ernten. Da ist noch ein zweiter Paradiesvogel. F. Leertaste. Du wurdest von einem Schädling angegriffen. Weg. Das war ein Skorpion. Was soll ich denn jetzt machen? Ist das schlimm? Ich glaube nicht. Wenn mich da so ein Skorpion beißt, was soll schon passieren? So, Baum der gehe nach vorne. Oh Gott. Ein toller Ort für Kartierung. E-Karte. Beginne mit der Kartierung, um Ressourcen zu finden. Beginnen. Oh. Wildschwein, Nadelschwein, Rotfuchsbaum, Kurzohrfuchs. Wiederbelebung in 10 Tagen. Ach, weil den habe ich gejagt. Ah. Tabakkamille. Langer Stock. Wildhuhn. Salbei. Wo ist denn hier? Weil hier ist der Spieler. Das ist der Wald. Hier muss denn ja mein... Das ist wohl der Strand, oder was? Steinhaufen. Ich weiß nicht, wo ist denn hier der Strand? Hier ist der Strand. Ach so, warte. Ja, so muss ich das sehen. Ah. Und den hatte ich platt gemacht, klar. Brotbaum. Frucht. Brotfruchtbaum. Okay. Wohin sind wir hier lang gelaufen? Vielleicht war das ein Wildschwein oder sowas? Oder irgendwas ähnliches, was wir hier gehört haben. Bett aus Blättern. Ach, das ist mein Dattelpalme. Kokosnusspalme. Kamille. Aber nichts, was mich jetzt mit Wasser versorgt oder so, ne? Aber ist ja schon mal ein Anhaltspunkt. Okay. Einführung abgeschlossen. Du kannst jetzt die Geschichte folgen. Okay. Ja, jetzt bin ich nass, Leute. Ich hoffe, ich kann hier nicht runterfallen. Ich soll eine Grotte finden, die da drauf ist. Aber ich würde sagen, wir haben hier erstmal ganz andere Sorgen. Wir gehen erstmal in unser Lager. Das Blöde natürlich im Regen ist, dass ich mal wieder nicht die Chance habe, jetzt irgendwie Feuer zu machen. Weil mein Feuer ist ja nass. Das ist ein bisschen schade. So, wir sind erstmal trocken. Ja, wir sind nicht trocken, wir sind durchnässt. Eingeweicht sind wir. Aber das soll gar kein Problem sein. Wir können sicherlich irgendwas machen in der Zwischenzeit.
Was haben wir denn noch im Inventar? Paradiesvogelkrams. Paradiesvogelkrams, ja. Was können wir denn damit machen? Steinsäge? Eine Werkbank brauche ich dafür. Eine Harpune. Kisten, Rauchsignal. Mhm. Für die Hoffnung, dass ich von der Insel runterkomme. Ehrlich gesagt möchte ich ja gar nicht von der Insel runter. Also eigentlich möchte ich ja eher hier bleiben. Für mich hier meine neue Heimat aufbauen. Habe ich mir so vorgestellt. Werkzeugklasse Köder. Chance auf Anbeißen. Ah, das ist dann gut für Dingenskirchen. Ich verstehe. Ich könnte jetzt natürlich einfach noch ein bisschen Hindernisse eingeweicht. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Guck mal, und jetzt sind wir mitten am Tag. Vielleicht sollte ich jetzt eingeweicht einfach was machen. Vielleicht sollte ich mich da nicht so anstellen, oder? Und wir packen das Zeug erstmal hier mit rein. Die Blätter auch. Die auch. So. Und dann würde ich sagen, guck mal, mein Wasser ist schon wieder weg. Ich muss ja sehen, dass ich Wasser finde. Jetzt habe ich auch die Karte. Wildschwein. Hibiskus. Ja. Ganz viel Tabak haben wir hier überall. Da ist die Dattelpflaume, Kokospalme, da ist eine Kokospalme. Aber da waren auch noch mehr Kokospalmen am Strand, oder? Ich habe die beiden hier, da habe ich die grünen weggenommen hier, ne? Ne, das waren Blätter. Da hinten ist ja noch was. Oder kann ich hier wirklich nur Blätter holen? Keine Kokosnüsse. Alles. Dass es hier nur Blätter gibt, das ist ja ein bisschen traurig. Warte mal, die Sachen, die auf dem Boden liegen, die kann ich mir eh nehmen. Oh, Stöcker, die hier rumliegen, kann ich auch nehmen. So richtig am Strand lang bin ich auch noch nicht, ne? Kann das sein? Im Wasser waren wir auch noch nicht so richtig drin. Ich habe nur mal... Oh. Fische. Ich hoffe, hier kommt kein Hai an oder so. Okay, wir gehen mal nach oben. Ich muss Luft holen. Okay. Vielleicht ist hier ja irgendwas, was ich mitnehmen kann. Wisst ihr, was ich meine? Boah, da gibt es ja aber, glaube ich, einiges zu erkunden. Ganz ehrlich. Ja, komm mal lieber hoch hier. Man kann ja nicht... Ich will jetzt nicht hier übertreiben. Nicht, dass ich hier jetzt irgendwie ertrinke. Das wäre jetzt ein bisschen schade. Was ist das? Ein Haufen Schrott. Im Endeffekt kommen da drei Stöcker raus. Aber vielleicht sollte ich die erstmal liegen lassen. Eine Schiffskiste. Ein Leibbrot. Na komm, nehmen wir mit. Essen 20. Den könnte ich mir gleich reinballern. Hab eh Hunger. Und wir hatten auch noch die andere Schiffskiste. Warte, da machen wir das auch. Ah, hier haben wir noch ein paar kleine Muscheln. In den Muscheln ist auch immer schön Futter drin. Die wollen wir ja nicht liegen lassen hier, ne? Was ist das? Nee. Oh, Muschel. Muschel, Muschel. Ich habe Angst, wenn ich den Haufen Schrott hier wegmache, dass er dann weg ist. Ich meine, gut, davor braucht man keine Angst haben, dass er dann weg ist. Das ist ja das Ziel. Aber
Ah. Ist gleich angenehmer, wenn das nicht mehr so rumplätschert hier. Der Regen ist schon ganz schön knallhart. Wenn ich das mal so sagen darf. So, hier sind noch ein Haufen Palmengewächse. Level 1 Athletik. Aha. Athletik. Aber wirklich, hier sind keine Kokosnüsse, ne? Das sind nur Palmwedel, nur Blätter. Sind das hier Kokosnusspalmen? Nee, auch nicht. Ja, man kann einfach nicht alles haben. Warte, hier oben ist die Kiste nochmal. Da ist auch Brot drin, ne? Ein Leibbrot. 20, können wir auch noch reinballern. Aber nun ist das wirklich auch die Sache, dass wir tatsächlich Essen brauchen, irgendwas. Was mache ich denn da? Was mache ich denn hier? Kein Essen hier. Also trinken meine ich vor allem. Wie soll ich denn hier überleben ohne trinken? Warte mal, Map. Hier war noch irgendwo. Irgendwelche Tiere. Was ist das? Paradiesvogelblume. Ja, die brauche ich ja nicht. Aber die breiten Blätter brauche ich. Also manche Geräusche. Hibiskus. Alles holen hier. Ein neuer Bauplan. Ah. Ich versuche vorsichtig zu sein, Leute. Ich will nicht sterben, ne? Ihr wisst Bescheid. Wer stirbt, der lebt einfach nur lange, nicht lange genug oder so. Ich hoffe, ich finde den Weg auch wieder zurück. Ein Giftpilz. Den nehme ich mit. Der wird mir bestimmt Gutes bringen. Und meinen Hunger stillen. Ich bin hier viel zu lange in Gang, um diesen Blödsinn zu ernten, den ich nicht brauche. Ich glaube, ich muss mich mehr auf die Dinge konzentrieren, die ich brauche. Wie sowas hier. Das kann ich immer gebrauchen. Und nee. Nee, sehe ich nicht ein. Was ist das hier? Schrott? Ein Haufen Schrott. Wie kommt hier Schrott hin? Mit einigen wertvollen Ressourcen, aber das sind doch nur drei Stöcker. Na komm. Ausnahmsweise. Oh nein, nicht schon wieder. Ein wildes Tier. Ja, es geht. Oder? Ja. Renn aber schnell weg hier. Er knurrt aber auch wild rum. Oh. Eine Schlange. Mich hat eine Schlange gebissen. Oh Gott, war ein schreckliches. Schlangen sind hier auch noch, Leute. Ich habe blutige Hände. Ich dachte gerade, ich höre auch noch ein Wildschwein. Und ich bin am Verdursten. Warte, hier bin ich aber wieder. Hier ist mein Strand, oder? Habe ich da gerade gesehen? Halluzination? Wahrscheinlich. Eukalyptus? In 5 Tagen habe ich wieder Eukalyptusblüten, okay? Brauche ich es auch nicht, aber. Okay, Leute, das ist nicht gut jetzt. Ich bin jetzt kurz vorm Verdursten. Wie kann ich denn jetzt Wasser kriegen?
Das wäre ja auch nochmal eine interessante Geschichte, oder? Und außerdem bin ich jetzt wahrscheinlich etwas verletzt. Okay. Charakter. Was ist jetzt hier? Nee, Status hier. Nee, nichts. Nichts Schlimmes. Mir geht's gut. Oder? Mir geht's gut. Ich habe keine Krankheit oder so. Dem Tode nahe war ich jetzt die ganze Zeit schon wegen der Nahtoderfahrung. Und da muss ich dann das Wasser des Lebens trinken. Und da habe ich am Anfang irgendwas gelesen zu ihr. Das kommt irgendwann mal. So, dann kann ich jetzt Crafting. Dann kann ich jetzt hier die Muscheln machen hier. Anzahl. 3 Stück. Inventar. Die Muscheln essen. Die bringen auch ein kleines bisschen Feuchtigkeit. Wenigstens etwas. Ein Schlangenschwanz. Okay, warte, was können wir noch craften? Das haben wir nicht. Wir haben hier gar nichts. Ne? Ne. Bandagen brauchen wir nicht. Steinsäge. Blattsandalen. Die wären ja mal tragbare Kiste. Das wäre ja auch was Feines. Was bringt mir das für einen Vorteil? Aber die Kiste hat, glaube ich, einen höheren Vorteil. Ein Blattrock. Umhang. Blatthut. Okay, jetzt werde ich neugierig. Hütte aus Blättern. Eine Hütte kann ich bauen. Laubdach. Kahn. Dehydrierer, Erdbetopf, Wasserdestillierer. Sammle Salzwasser aus dem Meer. Regenwassersammler. Kokosnuss-Regenwassersammler. Kokosgefäß. Lianenseil. Ich brauche ein Lianenseil. Wo kann ich denn sowas herkriegen? Aus den Blättern. Ich hab. Warte mal, warte mal. Crafting. Lianenseil. Wo kann ich denn hier Seile craften? Ich bin hier auch. Baumeister Werkzeugkasten. Voraussetzung: gewöhnlicher Baumstamm. Muss ich hier irgendwas an Werkzeugen haben oder sowas, dass ich hier. Wie kann ich denn ein Lianenseil machen? Wo ist denn das? Baupläne. Hacke. Lianengürtel. Lianenseil. Ja, Lianenseil wäre. Lianenseil. Kann bei einigen Pflanzen und Bäumen im Dschungel gesammelt werden. Liane. Auch eine Liane. Aber ich bin trotzdem am Verdursten. Wie kann ich denn jetzt? Oh Mann, Leute. Ich bin ein bisschen. 8 Stunden ist zu viel. 6 Stunden. So. Wir haben zwar immer noch nichts zu trinken im Haus, wollte ich gerade sagen. Aber es hat alles irgendwo noch seinen Grund. Ich habe 13 Stöcker noch da. Oh nee, warte, 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 warte. Was nehme ich hier alles mit? So war das gar nicht gemeint. Den Schlangenschwanz, da kann ich gerade eh nichts mit anfangen. Da, den Pilz können wir hier lassen. Die Hibiskusblüten. Breites Blatt. 10 Stück. 13 Stöcker. Ein bisschen viele. So viele brauche ich nicht. Blätter. So. Dann nehmen wir 4 oder sowas. So. Da fühle ich mich besser mit. So, wo kann ich jetzt eine Liane? Das muss im Dschungel sein, sagen die.
Irgendwo, da muss ich wieder zu den wilden Tieren da hinten. Ich werde noch hier, ich drehe ab. Ein Lianenseil. Mich greifen auch gleich irgendwie der. Oh, warte mal. Ich will eine Waffe haben. Ich bin. Oder warte, wir gehen erstmal hier oben hin. Ah. Ja, ich habe Wassermangel. Ich weiß. Was soll ich machen? Ich kann ja auch nicht zaubern hier. Ich würde ja gerne. Aber warum ist da oben ein Stock? Was ist hier los? Der irritiert mich ja. Stumpf. Ein halber Baumstamm. Kein Werkzeug ausgewählt. Ich brauche eine Schaufel oder was? Okay. Habe ich denn jetzt überhaupt? Oder habe ich mein hölzerner Speer? Ich habe den ja mit. Wie kann ich den ja gegen meine Keule austauschen? Oder meine Keule gegen die Axt oder irgendwie? Und die Keule packe ich auch zwei. So, das sind Waffen. So, dann habe ich hier meinen Speer. Dann soll mir mal einer kommen hier. Kamille haben wir. Keine Zeit vertrödeln. Wo? Oh. Da oben hängen noch Lianen auf dem Baum, oder nicht? Die langen Dinger, die da runterhängen. Das sind doch Lianen. Oder bin ich jetzt ein bisschen wirr? Also ja, ich bin wirr, aber... Warte mal. Warte mal, warte mal. Lass mich hier... Oh, ein Schaden durch leichten Durst. Oh Gott. Jetzt kriege ich schon Schaden durch Durst, Leute. Ich will nur mal gucken, vielleicht kann ich hier oben Lianen kriegen. Weil ich meine, das sind doch alles Lianen, die hier runterhängen. Warte, hier hat sich gerade irgendwas markiert, oder nicht? Ressourcen. Ei. Feder. Würmer. Oh, lecker. Ich habe Eier, Leute. Ich habe Eier und Federn. Wo ich die Würmer mitnehmen soll, weiß ich nicht. Wenn ich mal angeln will, wären die gut. Aber, naja, komm. Wir nehmen alles mit. Tödliche Dehydrierung. Fortfahren. Also hier komme ich aber so nicht an die Lianen ran. Auf der anderen Seite ist das. Aber hier kann ich nur wieder runter runterklettern. Ich komme nicht an die. Ich mache bestimmt wieder irgendwas falsch. Und ich bin am Dehydrieren hier. Und das irritiert sehr stark, wenn man hier. Komm, runter, runter, runter. Das irritiert einfach stark, wenn hier die ganze Zeit, wenn man so einen Schaden nimmt auf einmal. Vor allem, wenn man gerade gar keinen Schaden nehmen möchte. Wenn ihr wisst, was ich meine. Vor allem weiß ich auch nicht, ist das jetzt ein Tier, was mich angegriffen hat oder nicht? Oder? Paradiesvogel. Ein Schaden durch tödliche Dehydrierung. Wenn das Tödliche da nicht stehen würde, dann würde ich das viel lockerer sehen, aber alles, was tödlich ist, ist schon mal nicht gut, finde ich. Da habe ich schon mal eine Abneigung gegen irgendwie. Ich höre hier schon wieder diese Viecher. Oder ist eine Schlange? Ah! Jetzt bin ich langsam Profi, Leute.
F, alles ernten, so zack. Ich sehe es nicht. Wo ist das Viech? Da. Mann, das sind hier Probleme, sag ich euch. Ey. Da habe ich sonst nicht mit zu kämpfen. Und ich habe keine Ahnung, wo ich Lianen herkriegen soll. Ich sag's euch ganz ehrlich. Hier, sind hier Lianen? Nee. Ja, ich glaube, jetzt verdurste ich langsam, Leute. Das ist... Ich glaube es. Ich weiß es nicht. Verdurste ich jetzt etwa? Ich laufe einfach noch weiter hier. In den Wald hinein, wollte ich gerade sagen. Nichts Spannendes, was ich brauchen kann. Irgendwo muss ich doch Wasser finden. Ich meine, die Kokosnüsse habe ich ja schon durch, oder nicht? Die habe ich doch schon alle mir reingezwirbelt. Auch schon wieder so ein Tier. Die haben auch alle, sind die... Die greifen immer gleich an hier. Guckt euch das mal an. Was ist hier los? Also ich habe den nicht gebaut. Das wüsste ich. Was ist das da unten? Ein Stumpf. Achso, war ich da wohin schon? Ich komme hier auch nicht weiter. Steinhaufen, okay. Da ist ein Huhn. Mehrere Hühner. Wo kriegen die denn was zu trinken? Oh, aua. Zwei Schaden durch Sturz genommen. Wo kriegen denn die Hühner was zu trinken her? Die müssen doch auch was trinken. Ich stelle mich zu blöd an, Leute. Und das nächste Viech. Oh, ich hab verschossen. Ja, du. Ich box dich. Wo ist jetzt mein Speer hin? Dabei habe ich doch hier einen Knüppel. Noch einer. Hier ist alles voll mit diesen Viechern. Ich weiß gar nichts mehr. Was ist da denn? Leute, Hilfe! Kann mir einer helfen? Ich will nach Hause. Ich kann nicht mehr. Wo bin ich hier? Hier sind überall... Okay, warte. Guck. Tödliche Dehydrierung. Meine Leben sind langsam weg. Meine Leben sind gleich weg. Was mache ich nur? Ah, sagt er. Ah. Finde die abgebildete Grotte. Warte mal, wo ist denn überhaupt eine Grotte abgebildet? Ich sehe hier keine Grotte. Wollte ich nur mal gesagt haben. Hier hinten ist mein Bett. Ich kann eigentlich nur noch weiterlaufen und hoffen, dass ich irgendwas finde hier. Ich weiß nicht. Ich bin gerade ein bisschen... Jetzt habe ich hier wieder... Und mein Stock habe ich verloren. Mich greifen Schlangen an. Und ich bin eh leicht dehydriert. Alter, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich schwöre. Die Map ist aber groß, muss ich sagen. Und du hast noch ein Nest. Das sind auch wieder Eier. Oh, ne. Der greift mich an. Der Vogel hat mich angegriffen. Alter. Ja, ich sag ja, also ganz so einfach ist das jetzt auch nicht, ne? Warum kann ich nicht ernten?
Ich glaube, weil das Tier mich weiter angreift. Meine Herren, wo bin ich hier nur? Warum muss ich das hier alles durchmachen? Ich bin gleich tot, ne? Wisst ihr das eigentlich schon? Und ich habe keine Ahnung. Einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich hier hin muss und was ich finden muss. Da hinten ist irgendwas. Da leuchtet irgendwas. Was ist das? Geschichte der Bimini-Zivilisation. Lied des goldenen Zeitalters. Ja, das ist ja schön. Ich habe hier irgendwas Besonderes gefunden. Aber mein Problem ist, ich bin tot. Wo kann ich jetzt was zu trinken herkriegen? Das ist, das wäre eine Frage. Weil das mit Kokosnüssen geht das ja nun auch nicht. Oh, das war's. Ohnmacht. Grundschaden wegen Octotilo-Pflanze. Jetzt bin ich wieder an meinem Startpunkt. Bin schockiert. Ich bin schockiert. Die Gegenstände, die ich dabei hatte, die befinden sich jetzt da, wo ich gerade lag, oder? Außer meine Waffen und mein Umhang. Und was ist hier noch drin? Alles, was ich hier liegen lassen habe. Okay, also nicht immer alles mitnehmen, was man braucht. Also nur das mitnehmen, was man wirklich braucht, ist immer wichtig. Ja, Leute, ich muss jetzt erstmal Schluss machen. Ich muss das erstmal verdauen hier. Ja, ich muss das hier ganz in Ruhe verdauen. Und dann würde ich sagen, müssen wir mal morgen gucken, wie das hier weitergehen soll. Bin mir gerade ein bisschen unsicher. Auch wenn jemand Ideen hat, wo ich hier was zu trinken finde, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, oder ich gucke selber mal nach, was ich da machen soll, ne? Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.